Hey Internet, alles klar, herzlich willkommen zurück zum neuen Part von Medieval 2 Total War aus dem Jahre 2006, entwickelt von Creative Assembly in Horsham, England und herausgegeben von Sega in Tokyo, Japan. Macht Black das Licht an, holt euch ein paar Cookies zu trinken dabei, macht euch bequem und setzt die Kopfhörer auf. Weiter geht's mit der Geschichte des Frankenreichs auf dem Weg durchs Mittelalter. Und wir gehen jetzt direkt weiter in den Sommer des Jahres 1188. Jawohl, Sommer 88. Und eins wird vielleicht ein bisschen interessant werden. Abgesehen davon, dass ich jetzt ungeheuer blöderweise immer mehr Uprisings bekomme und immer mehr Rebellenarmeen hier spawnen, da schmiede die nächsten. Ist auch gar nicht so schlecht. War das ein Angriff? Mit dem General diesmal drin, Emilio de Elche. Vielleicht sollte ich mir den mal einkaufen. Ja, egal. Mein Geld wird sowieso immer weniger. Jetzt gerade habe ich wieder richtig Probleme. Lange Zeit mal immer über 100.000, immer so um die 150.000 herum und dann auch mal wieder. Oh, das macht mir ein bisschen Sorgen. Hier kommt eine riesige sizilianische Armee. Wie weit kann die denn gehen eigentlich? Das dauert noch ein bisschen. Und was mir auch Sorgen macht, ist, dass die Tarpstaaten scheinbar auf dem Kriegszug sind gegen mich. Das ist auch nicht so schlimm. Das ist ein Teil meines Plans. Ich habe ihm noch nicht mehr... ich habe ihm auch keine Geschenke mehr gegeben. Also Geld über 3 Runden lang 1000 hat immer gereicht, um mich auf volle Ansehenspunkte hier zu bringen. Nicht mehr gemacht und eigentlich kalkuliere ich auch damit, dass ich einen kleinen Krieg gegen die bekomme. Also dann würde ich zum ersten Mal mal sehen, was auch passiert, wenn man jetzt mal einfach Rom einnimmt und wenn man halt die Papststaaten den Hauptsitz einnimmt. Ich glaube, ich kann dann vielleicht wieder einen neuen Papst einsetzen oder sowas möglicherweise. Was noch interessant ist, wird das hier sein und zwar hier oben das bei Durazzo. Die Geschichte, die jetzt vor allen Dingen Parts begonnen hat, dass ich dem Byzantinischen Reich dazu verhelfen wollte, erstens nicht als Fraktion zu verschwinden. Die hatten nur noch eine einzige Region, Thessaloniki, war deren Hauptstadt, ist jetzt auch gefallen tatsächlich. Die Ungarn sind einfach ungeheuer stark. All das, was hier oben ist, diese Farbe, ja, so ein Rosa oder sowas im Endeffekt. Und die Byzantiner haben von mir 2 Regionen erhalten gehabt. Eine ist, glaube ich, ein sicherer Hafen für die. Also es wird die eine Zeit lang am Leben halten, das ist Rhodos. Und dann habe ich denen auch Durazzo direkt übergeben. Durazzo ist jetzt nach dem Fall von Thessaloniki der neue Hauptstadt geworden. Aber die Ungarn verfolgen die einfach. Die machen die richtig stramm. Oder lang machen die die. Keine Ahnung. Ich habe jetzt diesmal was anderes gemacht. Das wird interessant werden. Ich hatte hier in Ragusa. Das war ja meine Armee, mit der ich dann am Ende Durazzo und Ragusa erobert habe. Weil ich wollte eigentlich die Venezianer auf Venedig runterbrechen, sodass sie nur noch die Stadt haben. Die hätte ich dann immer leicht mit einem Camp davor sogar in Schach halten können. Und dann ist das jetzt allerdings so, dass ich aus Ragusa mir erlaubt habe, angesichts der aktuellen neuen Belagerung der letzten kontinentalen oder des letzten kontinentalen Besitztums der Region Durazzo, auch eine Metropole und jetzt die aktuelle Hauptstadt der Byzantiner, ich habe mir erlaubt, meine 3 Rittereinheiten, die in Ragusa drin waren, die eigentlich zu meiner Standardgarnison einer Zitadelle gehören, mit der ich auch eigentlich geplant hatte, die Venezianer aufzurollen von hinten an der Adriaküste. Ich habe die 3 Rittereinheiten mal daneben geschoben. Ich bin verbündet mit denen. Und ich bin gespannt, ob ich jetzt tatsächlich in einen Kampf mit reingezogen werde. Das heißt, ob ich meinen Verbündeten auf einer Schlachtkarte auch helfen kann. Das werden wir sehen. Wir gucken jetzt einfach mal, was passiert auf dem Weg zum Sommer des Jahres 1188. Los geht's. Ich werde gleich mal wieder slow-mäßig machen, um zu sehen, was bei den Byzantinern da genau passiert. Ja, das ist wieder eine kleine Schlacht gegen Heilige Römische Reich. Werde ich wieder auf Record schlagen. Der Feind belagert. Die Oriflamme darf nicht fallen. Interessant wird werden, was die Venezianer auch machen. Wenn sie jetzt auch noch gegen mich ausziehen, das heißt, in der norditalienischen Tiefebene irgendwie, ja, Mailand werden sie schon mal belagern. Aber wenn sie ja noch Bologna belagern, zum Beispiel, in der ich die Hauptstreitmacht meiner ganzen Stadtgarnisonen habe, in dieser norditalienischen Tiefebene, die 4 Städte Mailand, Bologna, Genua und Florenz. Wenn sie jetzt also von Venedig zum Beispiel noch in Bologna gehen und dann die Papststaaten in einer Runde von unten von Rom aus gegen Florenz vorgehen, dann werde ich mal leichte Probleme bekommen, hier fürchte ich. Das ist gut. Ich glaube, die kommen nicht mehr da.
Ich hoffe auch, mein Geld wird hier ein bisschen mehr steigen, als nur die 40.000, die ich momentan habe. Das ist eines der größten Probleme jetzt, das ich wieder habe momentan. So lange hat das so gut geklappt mit dem ganzen Geld hier, aber jetzt einfach vorbei wieder. Von mal über 200.000 auf 40.000 runter. Aber es liegt auch daran, ich bin gerade in vielen Städten auf dem höchsten Tier, also zum Beispiel meine Städte werden alle zu Metropolen ausgebaut, oder viele momentan. Ich habe sämtliche Burgregionen von mir auf dem höchsten Level, sorry, auf dem höchsten Level der Zitadelle. Und das kostet einfach ungeheuer viel. Ich baue halt kontinuierlich weit. Jetzt kommt da mal eine Armee an Land, auch glaube ich, oder? Jawohl, das heißt, ich werde noch eine Schlacht schlagen müssen. Die werde ich mir aber auch offscreen erlauben, denke ich. Also off record erlauben. So, die Byzantiner, die haben schon mal keinen Ausfall gemacht. Ich bin immer noch neben denen. Und die sind immer noch unter Belagerung. Jetzt bin ich weiter gespannt, was denn dann gleich die Ungarn machen werden. Ja, ich hoffe mal, die Mauren kommen jetzt nicht auch noch unbedingt mit der Armee, die etwas nördlich oben am Bildschirmrand an der Meerenge von Gibraltar steht. Auch noch rüber auf mein Gebiet. Das wären dann unendlich viele Schlachten wieder mal zu schlagen. Oh, da kommt auf jeden Fall schon wieder die nächste Schlacht. Gucken wir uns gleich mal an, aber das werde ich, denke ich, auch off record schlagen. Mir geht es eher darum, das Spiel jetzt auch nur noch fun zu treiben, eigentlich. Und wenn irgendwann mal wieder was Cooles kommt, ich glaube, der Mongolen-Einfall, den werde ich auf jeden Fall mir mit Schlachten nochmal erlauben. Eine Menge mit euch dann, oder mit einer Menge euch hier zu zeigen. Und auch vielleicht in Vorbereitung auf den Mongolensturm möchte ich mir schon mal eine richtige Landbasis im Nahen Osten holen, erwerben, erobern. Und das soll eigentlich Akkon und Jerusalem werden. Vielleicht runde ich das Ganze noch ab mit Gaza oder sowas. Mal gucken. Das wäre auf jeden Fall dann, ich möchte den Mongolensturm aus erster Hand erleben. Oder sagen wir mal aus zweiter Hand, denn die ersten, die übelst angegriffen werden, werden wohl die Türken und die Ägypter sein. Wenn die nicht sofort als islamische Fraktion mit den Mongolen irgendwie Frieden schließen können. Ich frage mich gerade eigentlich, wie das originalgeschichtlich war mit... Wir hatten ja zum Beispiel diesen Sultan Saladin. Der war eine wichtige historische Persönlichkeit und hat auch beim dritten Kreuzzug von 1189 bis 1192, wo auch die anderen illustren Gestalten wie Philipp II. Ogist, von dem ich einen Historics-Part gemacht habe, letzte Woche. Und, oder vorletzte Woche, genau. Und wie das eigentlich war, der Mongolen-Ansturm war ja, glaube ich, auch Anfang des 13. Jahrhunderts, 1204 oder 1214, irgendwie sowas habe ich im Kopf. Und ich glaube, da hat Sultan Saladin vielleicht noch gelebt. Oder ich meine, der hätte da noch gelebt. Ich frage mich, ob der mit seinem Ruf und seinem taktischen Geschick auch noch den Mongolen begegnen musste. Ob er die wirklich erlebt hat. Das werde ich aber mal vielleicht Wikipedia nachgucken oder sowas. Okay, komm. Die Dänen ist eher langweilig. Portugiesen, jetzt kommt's. Nach den Polen kommen die Ungarn. Das wird interessant werden, ob sie jetzt am Ende mich, ob sie am Ende, das war Durazzo, diese Region an der, ich glaube, das ist eher das Ionische Meer, nicht mehr die Adria, so heißt es einfach hier. Also zwischen Italien und Griechenland, ob sie an der Ostküste gelegen, ob sie diese Region jetzt tatsächlich, ob sie die Stadt stürmen wollen und ob ich dann mit einbezogen werden werde als Verbündeter der Byzantiner, der direkt daneben steht auf dem Feld.
Da sind sie dran, die Organe. Ich lasse das alles was langsam laufen, aber ich möchte unbedingt, sonst, ich habe das Gefühl, wenn man einfach mit höherer Geschwindigkeit das Ganze durchlaufen lässt, dann sieht man zwar so einige grobe Ereignisse, aber da verschluckt, wird immer einiges verschluckt sozusagen oder nicht wirklich gezeigt. Und das war mir jetzt angesichts der Situation des möglichen Falls der letzten kontinentalen Region der Byzantiner doch ein bisschen wichtig. Das ist genau jetzt der Punkt, wo es interessant wird. Jawohl, da ist es. Jawohl, der Kampf kommt. Und ich bin dabei. Das wird mal interessant. Und habe ich vorher noch nicht erlebt. Wird schwer, aber ich glaube, ich kann da richtig gut helfen. Auf jeden Fall. Je nachdem, wie die KI sich benimmt. Ja, komm, dann verschwinde ich doch mal ein paar. Und sicherlich mehr schaffen wollen. Es gibt interessante Sachen, die gerade passieren, aber das finde ich ganz nett hier. Vielleicht mache ich dann, schaffe ich noch das nächste, den nächsten Winter. Ansonsten werde ich jetzt hier mal zum ersten Mal einer verbündeten KI-Fraktion helfen können mit meinen Einheiten. Das ist also die Stadt oder die Metropole Durazzo. Die Byzantiner stehen bereit, die haben ihre Triebwerke auf dem zentralen Plaza, auf dem Marktplatz. Wo bin ich? Ich werde erst noch reinkommen. Die Angreifer kommen von da. Ich erlebe also praktisch gerade mal eine KI-Schlacht. Oh, von da, Entschuldigung. Und ich hoffe, die bauen nicht groben, fahrlässigen Quatsch, die Byzantiner, indem sie jetzt rausgehen mit ihren Einheiten. Die könnten ruhig warten und den Ansturm abwarten von den ankommenden Ungar. Hat er denn keine Fernkampfeinheiten? Ich habe noch keine richtige Fernkampfeinheit gesehen. Das sind alles eher so Sperrmilizen und sowas. Das waren, glaube ich, nur die Triebwerke und vielleicht noch eine Generalseinheit. Hier haben wir nochmal Sperrmilizen, Stadtmilizen. So sehen sie aus, die Byzantiner. Jawohl. Überall Stadt- und Sperrmilizen hat er vor allem. Immerhin eine Leibwache des Generals dabei mit 61 Einheiten, das sieht sehr gut aus. Ich glaube, der hat auch mehrere davon, weil der hat fast die gesamte Königsfamilie hier stehen. Jawohl, hier ist mit 66. Der König und der Prinz von ihm sind dabei. Übliche KI-Aufstellung bei einer Stadtbelagerung. Die Venezianer, die kommen mit heftigen, nicht Venezianer, sondern die Ungarn, die kommen mit heftigen Einheiten. Vor allem viele richtig gut gepanzerte Schwertkämpfer. Ich werde kommen von, machen wir mal das da oben rein. Wie war das mal? Welche Taste war das? Jawohl, perfekt. Ich weiß noch gar nicht, von wo ich kommen werde. Von da. Okay, Leute, beeilt euch mal. Dann gibt es eine Schlacht zu sehen in diesem Part. Ich komme von da, nicht wahr? Jawohl. Das sieht gut aus. Ja los, ich brauche euch dringend hier. Oh, jetzt ist die Kamera ein bisschen daneben. Jetzt kann ich nicht mehr da hinten gucken, Mann. Verdammte Scheiße. Jawohl, die haben schon mal... perfekt. Das sieht sehr, sehr gut aus. Die Ramme ist schon mal hinüber. Hat er noch eine? Ich weiß gerade gar nicht. Wir sind auf jeden Fall mit dem Spiel. Dann machen die ziemlich gut. Mit ihren Ballistentürmen. Hoffentlich schaffen die es auch noch, den Belagerungsturm in Stücke zu schießen. Ja, da ist die zweite Ramme. Vielleicht schaffe ich es ja auch, die ein bisschen noch abzufangen.
Oh, die kommen aber schon auf mich zu, ne? Na los, wir müssen ihn zum Stehen bringen, glaube ich. Gerade mal 6% Schaden, 7% Schaden. Das ist cool, wenn ich immer so eingreifen kann, dann werde ich, glaube ich, meinen Verbündeten immer ordentlich helfen können. Jawohl, Lederball ist zum Schuss ein Treffer. Ich würde mal sagen, ich habe meinen Leuten gut geholfen. Jo, da brennt auch schnell nichts. Aber pass auf, ziehen wir uns erstmal wieder zurück. Aber so kann das was werden, glaube ich. Wo rennen die denn hin? Das Tor ist doch hoffentlich nicht auf, oder? Easy. Ist das der General? Alles kommt schon. Ah, wir müssen doch die Rampe noch mal aufhalten hier. Wir fahren einfach durch. Die lassen sich einfach nicht aufhalten. Das war's. Okay, komm, krieg nochmal einen schönen Ansturm hin, bitte, Leute.
Okay, jetzt muss ich aber schnell weg hier. Macht ihr mal einen Schaden bitte in diese paar Wesenarmbrustschützen rein? Und dann brauche ich euch vermutlich doch mal gucken. Schaffen die das? Verdammt, der kommt durch, ne? Ich muss ihn noch einmal aufhalten. Könnte allerdings sein, dass meine Leiter dann leider... Ah, das ist blöd. Jetzt nochmal einen Charge rein. Das muss was werden. Wir müssen die davon abhalten, jetzt schon hier Dinge daran setzen zu können. Jawohl. Ich glaube, es hat geklappt. Hat ziemlich gut geklappt, glaube ich. Und die bekommen sie ordentlich auf den Sack hier, glaube ich. Er versucht es nochmal mit dem Belagungsturm, glaube ich. Hat aber auch schon 10% Schaden. Nur die Ramme ist echt gut durchgekommen. Jawohl, komm, gib's den Belagungsturm. Könnte sein, dass es nicht reicht, fürchte ich. Jawohl, schick, der General ist sogar gefallen. Am Ende werde ich ja nochmal einen Charge riskieren müssen. Kommt schon, Leute, schneller! Er steht auf jeden Fall schon wieder. Na, die haben sich hier gefangen. Komm, Leute, was macht ihr hier für einen Scheiß?
Ich kann dir nur Zeit kaufen, das ist alles. Jawohl, da steht er wieder. Perfekt, die fliehen. Nur noch die Hälfte der feindlichen Streitmacht ist übrig. Wo haben wir es denn hier? Anzahl ausgeschütteter Feinde 64%. Bauern und... Ah, die haben sich eh schon wieder gefangen, leider. Und abgesehen von der Ritter. Jawoll, fliehen auch. Das Problem ist, dass ich hier immer in den Friendly Fire Beschuss reingerate. Macht es mir aber auch ein bisschen einfach, ehrlich gesagt. Das wird wieder ein neuer Angriff von der Ramme geben, fürchte ich. Okay, das sind dessen aufgesetzten Hof und leiterliche Ritter. Richtig lange Schwerter. Und abgesetzten Verdalle. Das könnte ein Sieg werden. Jawohl, die fliehen alle. Perfekt. So, aber das Problem wird sein, ich werde trotzdem immer Einheiten verlieren. Unsere Armee ermüdet. Ich weiß ja nicht ganz, was die Byzantiner sich dabei denken, meine Verbündeten. Aber die ziehen sich alle schön zurück in... Keiner bewacht mehr das Tor hier. Da werde ich eine Menge Arbeit leisten müssen für meine Verbündeten. Unsere Männer gewinnen. Ja, und das ist das Problem, dass ich trotzdem Einheiten verliere und... Zerschmettern wir den Feind. Meine eigene Einheiten natürlich... Irgendwie ich die wieder auf volle Mannschaft bringen muss. Ich müsste praktisch so eine Art Shuttle-System machen oder so eine Art Rotationssystem.
Ach, das Tor ist ja offen, verdammte Scheiße, was ist denn das, Leute? Ach, die stammen jetzt raus? Euer Ernst? Egal, dann helfen wir denen dabei. Die wollen Krieg. Diese Schlacht sieht sehr gut für uns aus. Wenn wir aufrecht und standhaft bleiben, ist der Sieg unser. Ihr Byzantiner seid schon lustige Leute. Seid ihr jetzt sicher, dass ihr das hier schafft? Ah, sieht gut aus. Mit meiner Hilfe schaffen wir es auf jeden Fall. Diese Schlacht sieht sehr gut für uns aus. Wenn wir aufrecht und standhaft bleiben, ist der Sieg unser. Boah, meine Leute sind echt sowas von müde, die können kaum noch sich bewegen mit ihren Pferden. Jetzt kommt er raus, ne? Hier, der Byzantiner. Wir haben die Hälfte unserer Männer verloren. Nichts da, wir müssen weitermachen. Ich glaube, gleich dürfte eh vorbei sein. Unser Feind flieht. Der Feind ist am Boden zerstört. Also, ich habe 90 eine Menge. Ein großartiger Sieg, der nur dem mächtigsten General gebührt. Fast die Hälfte meiner Leute verloren. Die sollten eine Menge Erfahrung gemacht haben. Meine byzantinischen Freunde haben nur 124 Männer verloren, das ist nicht mal ein Erfolg für mich. Und die haben von ihren 2161.955 verloren. Okay, ja, dann war es das mit diesem Part leider auch schon. Das war jetzt dann doch wieder mal ein Special, eine Aufnahme. Und es ging hier vor allem darum, mal zu gucken, wie ich meine KI-Verbündeten unterstützen kann. Und das klappt auf jeden Fall. So kann ich die Byzantiner dann auch nochmal ein bisschen mehr, denen ein bisschen mehr helfen, dass sie sich stabilisieren können, anstatt dass ich ständig immer wieder denen eine Region schenke, die wieder abgenommen bekommen und ich wieder die zurückerobern muss, um die denen wiederzugeben. Wir lassen die alle frei, würde ich sagen. Wenn ich das entscheiden darf. Das sind eine Menge Leute noch. Oh, da kam ja auch direkt die nächste Armee. Aber zum Glück zieht er sich zurück.
das ist für mich diesmal ganz gut. Denn dann kann ich meine Einheit wieder mal zurückbringen, damit er sich wieder auf volle Mannstärke bringen kann. Ja, jetzt kommt's. Das wird auch interessant. Greift der Papst mich an oder nicht? Das ist unglaublich, was der sich erlaubt. Ein Gatte für Benoit Le Sueur. Ich sag direkt mal ja, weil mir fehlen eigentlich ungeheuer die neuen Leute. Fairer Kämpfer, Gesellschaftstrinker, nächtlicher Kämpfer. Ja, auf jeden Fall. Komm her, Junge. Und die Pest immer noch, oder? Immer noch 940 Leute gestorben. Ich hoffe nicht, dass der General getroffen wird hier. Oder mein Agent, das ist ja auch nicht so prickelnd. Wir haben es erstmal geschafft jetzt hier, dass die Durazzo haben behalten können. Ich wünschte mir, die würden mehr Leute rekrutieren. Aber es gibt halt nur Stadt- und Sperrmilizen vermutlich. Eigentlich gibt es auch mehr für die. Die könnten auch hier sowas wie... Na, das bringt nur Stadtmiliz. Sehe ich hier irgendwie deren Kasernen? Eigentlich müssten die mehr hinbekommen auf jeden Fall. Auch die Byzantiner. Okay, mal eben gucken. Bringen wir die nochmal zurück. Das ist perfekt, das passt. Dann haben die jetzt Priorität dabei, wieder auf volle Mannschaft gebracht zu werden. Damit wir notfalls wieder ausrücken können beim nächsten Mal für die Byzantiner. Zu Befehl, Senior. Okay, jetzt kann ich vielleicht hier nochmal besser reingucken. Was haben die denn eigentlich? Also hier die Wehrkaserne. Die müssten auch zum Beispiel die Varega gerade bauen können. 20 Angriff von 15 Defensive. Ja, die bekannteste aller byzantinischen Einheiten ausschließlich aus Skandinavien und Engländern zusammengesetzt. Die Varega-Garde wurde dem byzantinischen Kaiser ursprünglich als militärische Abgabe von den Rus zugesandt. Ist nun aber eine dauerhafte Einheit und wird oft als Leibwache eingesetzt. Diese hervorragend ausgebildeten Krieger führen ihre zweihändigen Äxte, haben sie. Mit teuflischer Leichtigkeit und schlagen so die Feinde des Kaisers nieder. Effektiv gegen Panzerung. Richtig gut. 20 Angriff. Da kann eigentlich nicht stehen bleiben. Die byzantinische Infanterie war auch nicht so schlecht. 11, 18 hatten die schon. Bogenschützenmiliz haben die auch. Das ist was Besonderes für die eigentlich. Was gibt's noch? Hier, leider die Stadtmauer selbst bringt denen nur Stadtmiliz. Jahrmarkt, Rüstungsschmied, Meister, Bürgermeister, Palast, Baumeister. Sonst sehe ich jetzt hier keine Einheiten, die sie bauen könnten, oder? Künstlerstudio gibt es auch bei denen und Kaufmannsbank. Ich glaube, das sind noch Hinterlassenschaften der Venezianer. Wenn man vermutlich die Venezianer oder möglicherweise auch die Mailänder spielt, dann kann man irgendwann auf High-Tier, also in Metropolen-Level von Städten, sowas wie Kaufmannsbank bauen und Künstlerstudio. Das habe ich selber nicht bei meinen Franzosen hier. Okay, dann gucken wir nochmal eben, was hier noch gekommen ist. So, der Tod geht um, haben wir. Wir haben auch hier die neuen, die wieder fortgebildet, damit die wieder mit einschreiten können. Für den nächsten Angriff, der mit Sicherheit kommen wird gegen die Byzantiner. Und der Rundenbericht. Mein Geld ist nicht viel gestiegen. Garnou der Ehrliche, ein Familienmitglied, ist in Lyon gestorben. Das ist nicht gut. Ist Lyon wieder ohne... Oh, da ist ein neuer Fouché de Chaban. Ja, da werde ich mich gleich drum kümmern, wer das ist und was er macht. Laurent der Gerechte auch. Ja, das war klar, der war auch schon an die 60, über 60 irgendwas. Fouché de Chaban damals, der junge Mann ist volljährig geworden. Und Berthelmy Amiot ist ein Spion in Antwerpen mit 7 Punkten. Schlaue Füchse und listige Wiesel können ihm keinesfalls das Wasser reichen. Blanchet der Gnädige, der war in Metz. Wird auch gerade belagert. Die Schlacht muss ich führen, werde ich führen, werde ich gewinnen, denke ich. Kein Problem, werde ich auf Record schlagen. Was haben wir noch? Den Baubericht zusammen gucken. Smyrna hat sich noch den Schießstand gebaut. So viel fehlt da gar nicht und es ist Smyrna auch die, also eine komplett volle Zitadelle. Erlauben wir uns mal eben Just-Register und danach auch noch diese ganze andere Geschichte. Ragusa, die Rüstungsfertigung. Jawohl, Ragusa ist praktisch auch fertig gebaut. Genial. Noch das Just-Register. Das ist echt fertig, ne, oder? Rüstungsfertige Plattenpanzer. Damit kann ich alle Einheiten hier auf höchste Stärke bringen. Sollte sein, ist perfekt. Genial. Krieg. Ich habe jetzt Krieg. Weil ich meinen Verbündeten geholfen habe, bin ich jetzt in den Krieg reingezogen worden gegen die Ungarn. Fantastisch. Ja, dass der neue Mann, der dazukommt, gucken wir nochmal eben die Sachen, die ich mich kümmern werde. Off Record ist die Schlacht gegen die Türken. Ist billig. Armenische Bogenschützen.
Alles nichts Schlimmes. Werde ich schnell schlagen können, wird easy sein. Es gab hier eine Schlacht, die ich vermutlich einleiten werde, gegen diese Armee der Sizilianer, die gelandet ist auf Sardinien. Die sollen da einfach weg. Der Papst steht knapp vor Florenz. Ich hoffe, der greift mich an. Ist übel. Ich muss irgendwie gucken, dass ich hier ganz schnell nochmal mehr Einheiten hinbekomme. Aber ich werde dann gegen zwei Seiten wieder kämpfen müssen. Also die Bedrohung kommt von Venedig im Norden oder Nordosten und von vom Süden jetzt zum Papststaat. Wird ein ganz schöner Spagat, den ich da betreiben werden muss. Ich werde natürlich die Schlacht gegen, jawohl, das sind mal wieder zwei Armeen. Sagt meinem Kaiser nicht, dass ihr mich entdeckt habt. Weg hier! Ihr seid nicht mein Kaiser! Ja, sein übliches Mischmarsch aus schon guten High-Tier-Einheiten, diese Forlorn Hope oder Zweihänder und die gotischen Ritter. Da kommt direkt noch eine Armee hinterher. Werde ich aber schaffen können. Das sind die Kämpfe, die ich schlagen werde. Und wir sehen uns wieder im nächsten Part. Sonst wird es jetzt wieder viel zu lang. Macht's gut. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht's gut und bis dann. Bye.